Willkommen, meine Lieben. Ja, es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich habe mir gedacht, wir machen heute mal einen Textmodus. Das Spitzenspiel sehen wir nicht in bewegten Bildern. Auf dem Rasen, ja, wir haben einfach so viele 3D-Spiele zuletzt gehabt. Natürlich auch durch die Europa League, das Bayern-Spiel, vor kurzem natürlich auch noch. Und da habe ich mir gedacht, ich wäre mal wirklich interessiert dran zu sehen, wie das hier im Textmodus abläuft. Dieses Topspiel gegen die Schalker, die leider in der Europa League ausgeschieden sind. Wir nicht, wir kommen weiter. Müssen gegen Alkmaar spielen demnächst. Jetzt aber natürlich erstmal volle Konzentration auf dieses Spiel, sage ich den Jungs auch. Möglichkeit für uns. War schon die zweite nach einer Ecke vorhin durch Kiyotake. Verunglückte Kopfballabwehr, die landet bei Tim Mattausch. Der schießt aus 14 Metern, trifft aber nur Kephart. Es steht weiter 0-0. Ich denke mal, es war erstmal ein bisschen abtasten hier angesagt. Nächste Möglichkeit, weitere Reingabe von Chandler. Nikolai Michailov, der Torwart, der Schalker, klärt genau für die Füße von Mattausch. Das soll er lieber lassen. Aus 7 Metern schießt er aber rechts vorbei. Das kennt man so nicht von unserem Topstürmer. Azuto Ushida setzt da schön nach, bringt Pinola in Bedrängnis. Und Schalke jetzt mit der ersten Chance. Jefferson Fafan taucht da alleine vor Rakowski auf. Schlägt aber noch einen Haken, was uns dann ermöglicht, das Ding hier zu klären. Nächste Chance Schalke. Möglichkeit. Julian Draxler schießt hart vom linken Strafraumeck aufs kurze Eck. Rakowski reißt die Fäuste hoch, rettet zur Ecke. Ja, ich sehe so ein leichtes Kippen jetzt hier, was das Spiel angeht. Dennis Aogo, der auch bei uns auf dem Zettel steht für die nächste Saison als Linksverteidiger, schlägt die Ecke rein, aber Rakowski kann den Ball runterpflücken. Jetzt bin ich hier gespannt, was hier vor der Halbzeit noch passiert. Papadopoulos, der Mann, der junge Mann, der spielt heute gegen seine alten Kameraden, sieht da eine Lücke in der Schalker Verteidigung, startet durch. Aber Michailov kann den Versuch eines Hebers hier problemlos fangen. Kiyotake setzt sich danach schön durch. Nächste Chance passt dann zu Alexander Esswein, der aber leider umzingelt von Schalker Beinen dann nicht zum Abschluss kommt. Taktisches Foul von Jamin Jones. Ist er eigentlich Kapitän von Schalke? Ich bin gar nicht sicher. Der Höwedes ist es ja normalerweise. Ne, heute ist es sogar Hüntelaar, der hier quasi den Spielführer gibt. Was ist das denn jetzt? Eigentor. Ja, wir hören die Schalker Hymne, aber es ist ein Tor für uns. Mattausch dringt in den Strafraum ein, anstatt für Esswein aufzulegen. Spielt er dann seelenruhig schön Martip an und schießt. Mertesacker rettet auf der Linie, schießt dann Martip an, Eigentor. Also wahnsinnig. Oh Gottes Willen, was ist jetzt hier los? Latte, ich komme mir gar nicht zum Vorlesen. Kiyotake mit dem Lattenschuss. Ja, Martip konnte da gar nichts für, wurde hier von Mertesacker angeschossen. Es war ein Freistoß von Kiyotake. Mit einem irren Freistoß steht hier. Zunächst über das Tor scheint er zu gehen. Senkt sich dann aber blitzartig. Und setzt auf der Latte auf. Ja, keine guten Minuten für Martip. Der holt sich jetzt noch die gelbe ab, nachdem er ja eben das Eigentor fabriziert hat. Das ist ganz, 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 ganz bitter für Schalke. 75%. Nee. 57%. Man müsste schon noch lesen können. Über die linke Seite bei uns. Das heißt, der gute Esswein wird hier ein bisschen ausgeklammert. So, Halbzeitansprachen. Das sieht sehr gut aus, Sache. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir holen mindestens ein Unentschieden. Klar, einfach um diese 7-Punkte-Abstand zu festigen. So, was können wir denn machen? Wir können Chandler mal loben. Auch Papadopoulos gegen seine alten Kollegen, wie gesagt. Esswein motivieren. Vestergaard loben und Pinola motivieren. So, Massagen, das sieht eigentlich relativ... Ja, Vestergaard, der ist ein bisschen hier, aber Hoffmann ist eigentlich genauso von der Frische her. Wir haben ja zum Glück dann danach mal die Länderspielpause, wo natürlich ein paar Jungs von uns trotzdem nicht Pause haben werden. Die werden gefordert sein, die werden für die Nationalmannschaften unterwegs sein. So, ich glaube, wir können eigentlich weitergehen. Ich will ja eigentlich gar nichts ändern. So, schicken wir natürlich den Rest hier zum Warmlaufen. Schalke kommt hier besser aus der Halbzeit. Haben wir sofort einen Eckball, Dennis Aogo. Hoffmann mit der etwas zu kurzen Abwehr. Jordan Ayew, der gefährlichste Mann der Gelsenkirchener, versucht es da aus der Drehung. Aber leichte Beute für Rakowski. So, wir kommen wieder nach vorne. Wir sind jetzt ständig in Offensive, steht hier. Schöner Steilpass auf Tim Mattausch, der aber zu früh abschließt. Trifft den Ball nicht richtig, weit vorbei, vollkommen harmlos. Aber wir lassen nicht locker, wir kommen wieder. Gute Chance. Am Ende einer schönen Kombination trifft Mattausch sogar für uns. Steht aber leider knapp im Abseits. Danach wird ein Schuss von ihm abgefälscht. Knapp übers Tor. Nächste Chance und jetzt machen wir das zweite. Tim Mattausch, 26. Saisontor. Papadopoulos mit der fünften Vorlage.
resultiert hier aus dem Eckball. Yoshi Gyotake, da kann Joel Matip zunächst klären. Uschida gewinnt einen Zweikampf gegen Esswein, befördert er den Ball vor den Strafraum, aber da ist Papadopoulos, der nimmt den Ball an, zieht entschlossen ab. Matos steht in der Schussbahn, fälscht den Ball mit der Hacke ab. Ja, da ist natürlich überhaupt nichts zu machen für die Schalker Verteidigung plus Torwart. 2:0, ich sag mal super. Schalke kommt. So, und wir werden jetzt hier ein bisschen was ändern. Wir gehen jetzt mit dem Einsatz hier ein bisschen zurück. Pressing genauso. So, es wird auf Konter gespielt, also quasi unser altes Spiel. Können wir jetzt hier wieder aufziehen mit 2:0 Vorsprung. Rüdes Foulspiel von Markus Vollner. Da würde ich dann gerne auch Manuel Zeitz für einwechseln. Papadopoulos mit einer 1. Ganz, ganz stark. Ja, der Rest von der Verteidigung hinten, also die linke Seite, sagen wir mal, Pinola, Hoffmann, die sieht nicht so gut aus. Westergaard, Schändler dagegen umso besser. Martos, der hat auch eine Note 2,5. Den würde ich gerne mal rauslassen jetzt. Dafür kommt Polter in die Partie. Polter einfach sehr stark, der hat auch mittlerweile eine 80 natürlich Moral begünstigt, aber trotzdem, also der hat sich auch wahnsinnig toll entwickelt und der hat es einfach verdient, wirklich zu seinen Minuten zu kommen. So, Stadion ist ausverkauft, vielen Dank, ja, ich bedanke mich mit. Ist natürlich klar, dass bei so einem Spiel die Hütte brennt. Und da ist das dritte Tor, jetzt wird's bitter für Schalke. Sebastian Polter, eben erst eingewechselt mit dem 5. Saisontor nach Pass von Hiroshi Kiyotake. Das war bereits die 18. Vorlage für den kleinen Japaner. Jamin Jones fällt den Ball ab. Der springt dann zu Polter. Und der dreht sich dann um die eigene Achse. Ja, und vollendet hier ohne Probleme. So, wir haben noch einen Wechsel übrig. Den würde ich auch gerne noch vor der 70. ausführen. Schalke, Lewis Holtby setzt sich schön durch. Passt zu Jordan Ayew, der umzingelt von den Nürnberger Abwehr den Ball im Strafraum nicht kontrollieren kann. So, was haben wir denn? Yunus Mali, 4 Kiyotake. Ja, ich habe jetzt echt Auswahl hier. Ich habe auch noch überlegt, Plattenhardt vielleicht für Pinola. Nilsson für Westergaard wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber Nilsson, ja, ich traue es ihm nicht so richtig zu. Also mit der 66, da weiß ich nicht, ob das so gut ist gegen die Stürmer vorne. Hünteler, Ayew, natürlich Holtby dahinter. Draxler, der kommt ja auch noch dabei. Esswein flankte von rechts. Matip klärt zunächst. Papadopoulos legt den Ball dann erneut raus zu Esswein. Aber die Flanke ist dann eine Aufgabe für Michailov, der ihn einfach aufnehmen kann. Nächste Chance, Timo Gebhardt läuft sich auf links frei, flankt zu Yunus Mali. Aber auch hier wieder Nikolai Michailov, Herr der Lage. Ja, ich denke mal, das ist doch ein klasse Spiel. Mehr kannst du dir doch eigentlich gar nicht wünschen. 3:0. Trainer Daniel Jäger von den Schalkern scheint hier aufgegeben zu haben. Noch Chinru Basi wird Jordan Ayew, der heute komplett abgemeldet war. Das spricht natürlich absolut für unsere Verteidigung. Nochmal die Schalker. Fast noch mit dem Ehrentor. Pfosten. Nachschuss von Lewis Holtby. Der lässt hier erstmal Pinola aussteigen mit einer feinen Finte. Hält dann drauf. Vom Außenpfosten kommt der Ball zurück. Ja, wird ihm auch nicht weiterhelfen. Wir kommen nochmal. Vielleicht natürlich jetzt mit einem Konter, nehme ich an. Verunglückte Kopfballabwehr des FC Schalke 04. Der landet bei Polter. Der schießt aus 16 Metern, trifft aber nur Gebhardt. Manuel Zeitz holt sich jetzt hier eine gelbe ab, weil er diskutiert. Also das muss er lassen. Bei 3:0, nahe der 80. Minute, da muss er einfach den Rand halten und muss einfach ja, weitergehen. Einfach weggehen vom Schiedsrichter. Selbst wenn er hier nicht einverstanden ist, nach einer Mahnung. Aber Gott, es passiert. Chance für Schalke. Kommen die zum Ehrentor? Nee, wieder Pfosten. Das ist jetzt bezeichnend. Das ist wieder Lewis Holtby. Hünteler mit einem fulminanten Schuss trifft zunächst die Latte, das auch noch. Von dort springt der Ball zu Holtby, dessen Kopfball dann den Pfosten trifft. Schließlich springt der Ball ans Knie von Westergaard und verdeutet das Tor aus. Also was eine Aktion da hinten, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge. Also das ist Glück, also das 3:0, das sieht viel zu hoch aus. Ganz einfach. Polter noch mit einer 1, ganz, ganz stark. Chandler auch mit einer 1. So, ich würde sagen, klasse Topspiel. Diesmal im Textmodus, ich denke mal, für euch auch mal ganz schön zu sehen, dass wir nicht nur gegen die Top-Mannschaften im 3D-Spiel gewinnen können, sondern auch so. Wir haben eine klasse Truppe. Bis gleich im Nachbericht. Ja, Leute, wir haben einfach eine geile Mannschaft. Das ist das Fazit, was ich jetzt hier mal raushauen kann nach diesem Spitzenspiel am 26. Spieltag.
Ja, ob es eine Vorentscheidung ist, mag ich mich gar nicht hier trauen zu sagen, aber auf Schalke sind es jetzt 10 Punkte durch diesen Sieg. Es waren vorher 7, 3 zu 0. Das hat angefangen durch ein Eigentor durch Joel Matip, der heute einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Gelbe Karte hat auch noch sich abgeholt. Ja, und am Ende noch 2 Pfostenschüsse für Schalke. Also das ist viel zu hoch, das 3 zu 0. Also wie das eigentlich hier vom Spielerischen dann aussah. Also Schalke hätte durchaus hier, weiß nicht, ob es ein Unentschieden hätte werden können, sollen, aber die hätten mit Sicherheit das ein oder andere Tor verdient gehabt und uns da wirklich mehr Probleme zu bereiten. Was mich wirklich freut, Sebastian Polter, der kam von der Bank, der war ein paar Sekunden auf dem Spielfeld und dann hat er sofort ein Tor gemacht und hat sich hier mit Note 1 wirklich mit Sternchen den besten Mann des Tages verdient. Wir waren aber allgemein nicht so schlecht, also Matausch auch mit einer 2,5, den habe ich dann rausgenommen, einfach der wird Nationalmannschaft spielen, der kann sich nicht so richtig erholen. Wir haben ja dann Hoffenheim, Alkmaar, was alles schon in der Zukunft ganz nah ist. Da müssen wir ihn wieder haben. Papadopoulos auch ganz, ganz, ganz stark gegen seine alte Mannschaft. Der kennt ihn natürlich aus dem FF. Mit einer Note 2 hat hier eine Vorlage gegeben. Kiyotaka auch mit einer Vorlage. Und ja, da sieht man einfach, wie verwachsen diese Mannschaft schon ist. Also wir haben da wirklich kaum jemanden aus den ersten 18, der nicht zu gebrauchen ist. Also selbst jetzt der junge Arnold, den wir aus der zweiten wieder hochgezogen haben, der hat zwar noch keinen Einsatz bekommen, aber mit dem rechne ich auf jeden Fall. Der könnte jetzt mal ja in der Länderspielpause in einem Freundschaftsspiel mal von Anfang an beziehungsweise mal die 90 Minuten spielen. Und das wird auf jeden Fall für die Zukunft auch jemand werden, auf den man setzen können wird. Aber genug von der Zukunft. Die Gegenwart ist das hier. 3 zu 0. Ansprachen haben alle funktioniert. Gucken wir mal in die Statistiken rein. 10 zu 4 Schüsse, 60-40 Ballbesitz, Spieler des Spiels. Timothy Chandler, der Ami auf der rechten Verteidigerposition. Also auch eine verlässliche Größe, muss man einfach wirklich so sagen. Da haben wir das nochmal. Eigentor, 41. Und dann kurz nach der Halbzeit ist 2-0 und dann war das Ding eigentlich durch. Dann war das einfach nur noch, ja, klasse runtergespielt von unserer Mannschaft. So, da sehen wir es jetzt. Nürnberg, 61 Punkte, Bayern 52, das heißt 9 Punkte Vorsprung vorm Rekordmeister, vom amtierenden Meister. Man kann es eigentlich mal so sagen, ne? Also wenn wir nicht wären, dann wäre das eine wahnsinnig spannende Meisterschaft. Dann wären zwischen Platz 2 bzw. Platz 1 dann Bayern, wenn wir uns wegnehmen würden, auf den, ich sag mal, 7. Platz Leverkusen, das wären dann nur 7 Punkte. Und zwischen den ersten 3 wären es sogar nur 2 Punkte. Also das ist wirklich klasse, was da hinter uns passiert. Aber wir sehen das einfach. Wir sind wahnsinnig konstant. 5 Siege aus den letzten 5 Spielen. Die anderen Mannschaften hinter uns, die haben alle geschwächelt. Ihr seht es, da ist überall bei jeder Mannschaft mindestens ein N. Das heißt, ein N für Niederlage zu sehen. Das haben wir absolut überhaupt nicht. Schalke hat noch nie unentschieden gespielt. Die haben gewinnen entweder oder verlieren. Das war auch heute der Fall. Das ist ja verrückt. Die einzige Mannschaft, nee, Düsseldorf auch noch nie, die haben jetzt 3 Siege, die gewinnen nämlich in Hannover. Aber das wird natürlich wahnsinnig schwer, das sind immer noch 7 Punkte auf die Relegation und sowieso dann 12 auf den rettenden Platz, also ich glaube, das wird nichts mehr. Auch wenn das nicht schlecht ist, was die jetzt zeigen, gegen Dortmund gewonnen, gegen Hannover jetzt gewonnen, in Hannover, also das heißt schon was. So, was sage ich denn? Nach diesem Sieg gebe ich meiner Mannschaft frei bis morgen früh um 8. Ja, da hat mir jemand so schön gesagt, in einem Kommentar, dieser Satz, der passt wirklich wie die Faust aufs Auge auf Felix Magath. Und ganz genau so ist es. Na, vielleicht werde ich jetzt hier zu so einem zweiten Magath. Ich hoffe, ein bisschen erfolgreicher auf Dauer. Im Moment ist ja nicht viel mit dem guten Felix. Wurde ja in Wolfsburg entlassen und dann wurde es ruhig um ihn. Hier im Let's Play ist er bei Stuttgart. Ich bin mal gespannt, wohin es ihn dann in der Zukunft verschlägt. Sebastian Polter schafft es hier sogar in die 11 des Tages und er ist auch Spieler des Tages. Also das wird ihm wahnsinnig Auftrieb geben. Bei einer 82 steht er jetzt. Natürlich, hier seht ihr es, Moral und Form, also es hilft natürlich wahnsinnig. Torriecher von 83, also den kannst du immer reinhauen. Der ist auch konstant, 73 hat er da. Der steht gut vorne, der ist schnell, beweglich, robust, ausdauernd. Kopfball ist wunderbar bei ihm, der ist über 1,90. Also das ist eigentlich ein perfekter Stürmer. Also wenn wir Matosch nicht hätten, dann würde er mit Sicherheit da vorne auch viel mehr Buden machen. Wenn er denn dann mehr spielt, logischerweise. So, die Teamleistung. Da stehen wir ganz gut da. 2,77 in der Durchschnittsnote.
Leverkusen war sehr stark, genauso wie Bayern. Freiburg auch beachtlich in diesem Spieltag hier. So, die besten Spieler. Matthäusch, 26 Tore, heute 1 gemacht. Kiyotake und Matthäusch, die haben einen dicken Vorsprung. Das sind die mit Abstand zwei besten Feldspieler momentan. Dahinter kommt dann Ter Stegen und Injovski. Der nächste Feldspieler hat eine Note von 2,63, was wunderbar, also was wirklich astrein ist. Aber das ist trotzdem 0,2 Punkte schlechter zum Beispiel als Kiyotake. Der hat einen 2,44, also das ist eine wahnsinnig hohe Wertung. Und damit zeigt er einfach, wie wichtig der ist. Der darf für 20 Millionen, glaube ich, gehen. Ne, 30, ne, haben wir das gar nicht. Ach ne, wenn wir keinen internationalen Wettbewerb, dann darf er gehen. So war das, genau. Und das wäre natürlich hammerschade, wenn das eintreten sollte. Aber es sieht ja ganz gut aus. Um das jetzt mal ein bisschen defensiv auszudrücken, es sieht natürlich wahnsinnig gut aus. So, beim Fair Play, das sieht man uns auf Platz 2 hinter den Münchnern. Ja, die Verletzungen, die werden natürlich jetzt etwas näher wieder rücken. Wiesmeier wird fit sein gegen Hoffenheim, wegen der Länderspielpause. Und bei Sabitzer wird man dann sehen müssen, Alkmaar wird noch zu früh kommen. Danach wird er dann irgendwann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Und dann haben wir ihn dann wieder und dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Zweikampf Eswein gegen Sabitzer. Also Eswein ist nicht zu unterschätzen. Der hat sich wahnsinnig gemausert, die letzten Spiele, und der hat es absolut ausgenutzt. Also ich bin wirklich mal positiv überrascht von Eswein, dass er da mal seine Formschwankungen echt mal beiseite gelassen hat. Und wirklich eine verlässliche Größe für uns geworden ist da außen, auf der rechten Seite. So, ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden. Den Spieltag gibt es dann als eine Folge und dann haben wir jetzt zwei Wochen Länderspielpause. Das werde ich dann auch als eine Folge machen. Ich denke mal, wir können uns noch mal umschauen, was an Linksverteidigern für uns da ist und gegen wen wir ein Testspiel machen. Ja, und dann gucken wir mal. Bis gleich, sage ich dann.